Lange hat die graue und kalte Jahreszeit gedauert, aber nun steigt die Sonne Tag für Tag höher und schickt damit ihre wärmenden Strahlen auch zu uns. Für viele Insekten ist das ebenfalls ein Signal, ihr schützendes Winterquartier zu verlassen und mit der Brautwerbung zu beginnen. Aber man sollte schon genauer hinsehen, wo sich Leben rührt. Bei den Feuerwanzen am Haus und im Garten ist das ziemlich einfach. Sie fallen durch ihr markantes Aussehen besonders schnell ins Auge. Ihr Liebesspiel findet unter Büschen oder an der Rinde alter Bäume statt. Hier haben sie sich in Scharen versammelt und ringen um die Gunst der Schönen. Auch einige Achtbeiner nutzen das sonnenbeschienene Mauerwerk, um nach Beute Ausschau zu halten. Also richtige Beute, diesmal zum Fressen. Aber nicht immer sind die Spinnen auch gleich auf den ersten Blick zu entdecken. Im groben Schotter und gut getarnt geht die nur 4 bis 6 mm große Zebraspringspinne auf Patrouille. Um sie zu lokalisieren, sollte man auf kleinste Bewegungen achten. Sie bewegt sich, wie ihr Name schon verrät, zum Teil auch springend vorwärts. Oft wird diese wirklich attraktive Spinne durch ihre kleine Gestalt überhaupt nicht wahrgenommen. Für sie selbst sicherlich kein Nachteil, man denke dabei nur an die vielen Tiere, die diese Spinne zum Fressen gern haben. Die Zebra-Springspinne, wissenschaftlich Salticus scenicu, ist ein häufiger Vertreter in Menschennähe. Sie liebt sonnige und zugfreie Stellen rund um Haus und Garten. Beim näheren Betrachten fallen ihre zwei großen, nach vorne gerichteten Augen auf. Man könnte fast denken, sie trägt modebewusst eine Sonnenbrille. Mit diesen großen Augen kann die Spinne ihre Umgebung räumlich und in Farbe sehen. Das meint zumindest die Wissenschaft. Mit ihren weiteren 6 Augen und deren perfekten Anordnung hat die Zebraspringspinne den optimalen Rundumblick. Ja, sie kann sogar das Geschehen hinter sich beobachten, auch wenn man meint, sie schaut nur nach vorn. Gehen Springspinnen auf Jagd, dann verlassen sie sich ganz auf ihre Augen. Es sind Augentiere. Andere Spinnentiere gehen hingegen etwas behutsamer bei der Jagd vor. Sie tasten sich vorsichtig nach vorn. Jagd machen Springspinnen auf vielerlei Krabbelzeug. Am liebsten sind ihr dabei Blattläuse, Fliegen und Mücken. Sollte sich einmal eine Springspinne in die Wohnung verirren, sollte man sie gewähren lassen. Sie macht eigentlich nur Inventur an unseren Zimmerpflanzen und hält uns lästige Plagegeister vom Leib. Verlassen wir nun das Umfeld unseres Gartens und gehen hinaus in Wald und Feld. Noch ist das satte Grün, das später Büsche und Bäume zieren wird, nicht durchgebrochen. Und auch die Felder zeigen sich noch, abwartend. Abgestorbene Baumstümpfe, aufgehäufte Äste, wildes Wurzelwerk. Dazwischen noch einige große und kleinere Steine. Und das alles am Feld- und Waldesrand. Dieses Durcheinander ist der Lebensraum vieler Insekten. Ja, Käfer lieben diese zahlreichen Versteckmöglichkeiten,
wo sie Unterschlupf, Schutz und Nahrung finden. Hier leben auch einige schwarze Käfer, die zu den Laufkäfern zählen und der Gattung Agonum angehören. Diese Familie Laufkäfer ist so vielseitig, dass zu einer genauen Bestimmung der Art nur ein Mikroskop helfen kann. Gemeinsam teilen sich diese Laufkäfer den Lebensraum mit Ancomenus dorsalis, so lautet sein wissenschaftlicher Name. Dieser Käfer kommt in Deutschland relativ häufig vor. Nur zu Gesicht bekommt man den 6 bis 7,5 mm großen, zur Familie der Laufkäfer gehörenden Käfer aber nur selten. Das liegt an seiner heimlichen Lebensart, die er an Hängen, auf Friedhöfen, in Parks und in Bachnähe unter Steinen führt. Durch sein ruheloses und außergewöhnliches Verhalten wird dieser Käfer auch noch buntfarbener Putzläufer genannt. Was es damit auf sich hat, sehen wir später. Buntfarben, das Aussehen spricht für sich. Gefärbt ist dieser Käfer zweifarbig. Sein Kopf und das Halsschild glänzen metallisch grün, genau wie der Hinterleib. In der Mitte des Körpers trägt er ein rostfarbenes Feld, wodurch man ihn schnell von anderen Käfern unterscheiden kann, sollte man ihn je zu Gesicht bekommen. Der Käfer ist voll flugfähig und hat seine Hauptflugzeit in den Sommermonaten Juni und Juli. Auch sein Speiseplan ist vielseitig und abwechslungsreich. Er erbeutet kleinere Insekten, Blattläuse, Fliegen, Mücken und Raupen schmecken ihm besonders gut. Aber er schreckt auch vor größeren Insekten nicht zurück. Beim Überwältigen seiner Beute ist er sehr angriffslustig, zielstrebig und unnachgiebig. Grillen und Regenwürmer, die um ein Vielfaches größer sind als er, stellen für diesen Laufkäfer kein Hindernis dar. Gehen Putzläufer auf Beutefang, dann tun sie das oft erst in der Dämmerung oder in den zeitigen Morgenstunden. Dabei tänzelt er und putzt sich bei jeder Gelegenheit die Hinterbeine und Flügeldecken. Dieses Verhalten brachte ihm den deutschen Namen buntfarbener Putzläufer ein. Zu seinen Feinden zählen diverse Spinnentiere, wie die bunte Vielfalt der Krabbenspinnen. Es sind also nicht immer nur die großen Tiere, die ein aufregendes und spannendes Leben führen. Auch bei den kleinen lohnt es sich, einmal näher hinzusehen.